Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Der Autor, Schriftsteller Oscar Wilde soll einmal gesagt oder geschrieben haben: Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine Zukunft. Mein Herr, dieses Zitat, das ich in den letzten Tagen, seit wir den Monat November begangen haben oder weiterhin darin sind, fortschreiten und ich immer wieder an die Heiligen denke, ne? Das 1. November war ja das Fest aller Heiligen, fällt mir dieser Satz immer wieder ein, wenn ich an die große bunte Schar derer denke, die dort oben im Himmel bei dir versammelt sind. Jeder Sünder hat eine Zukunft, aber jeder Heilige hat auch seine Vergangenheit. Das ist etwas Wunderbares, weil es mir her vor Augen führt, dass die Heiligen so zahlreich und bunt, so beeindruckend ihr Leben auch ist, besonders sagen wir mal der Teil, der uns überliefert wird, wo es ja dann ganz besonders um ihre Heiligkeit geht, ihre, die ja immer ähnlich werdende Christusförmigkeit, dass sie nicht vom Himmel fallen. Die gehen dahin zurück, okay, aber sie fallen nicht dahin. Sie werden von dir gemacht. Sie werden mit dir zusammen gebildet. Denn sie selber tun ja dadurch, dass sie sich darauf einlassen, dass sie sich von dir formen lassen, etwas dazu bei. Sie geben der Gnade nach. Sie leben diese Gnade, die du ihnen schenkst. Das wird mir ganz besonders deutlich an den konkreten Heiligen, die wir immer wieder feiern. Und am heutigen Tag feiern wir einen in unseren Breitengraden groß gefeierten Heiligen, den heiligen Martin, den heiligen Martin von Tours, der, so wird es erzählt, als Soldat gelebt hat am Anfang seiner Zeit, aber schon da, so wissen wir oder haben, kann man aus den verschiedenen Quellen lesen, wahrscheinlich schon da auf der Suche war, sich hat rufen lassen, vermutlich vielleicht sogar schon mit deiner, mit den Heiligen Schrift, mit dem Evangelium beschäftigt hat und das heutige Tagesevangelium vielleicht auch schon mal gehört hat. Da wird vom Endgericht gesprochen, was du deinen Jüngern, den Menschen in Jerusalem mitteilst, dass du am Ende der Zeiten kommen wirst, als Richter der Welt dich auf den Thron setzen wirst und die Schafe von den Böcken scheiden wirst und den Schafen dann sagen wirst, was ihr den geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Und zu den Böcken, was ihr dem geringsten meiner Schwestern und Brüder nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Es ist vermutlich dieser Gedanke, dieses Wissen darum, noch nicht mal wahrscheinlich bewusst gewesen, dass den heiligen Martin zu der schon legendarischen und musikalisch bekannten Szene geführt hat, dass er den Bettler den Mantel geteilt hat. Das war aber nur der Anfang. Er teilte den Mantel. Er sah in dem Bettler ganz besonders vermutlich dich. Er hat wahrscheinlich schon etwas davon gespürt, was dann später ja, wie es heißt im Traum, ihm deutlich vor Augen getreten ist. Als du ihm begegnet bist mit dem Stück Mantel, dass er den Bettler gegeben hat und sagtest, ich bin der Bettler gewesen, du hast es mir gegeben, du hast mir diesen Mantel, diesen Liebesdienst erwiesen. Es war, so würde ich es mal sagen, eines der Schlüsselmomente im Leben dieses Heiligen, das ihn verändert hat. Herr, es ist wichtig für unser aller Leben, auch für mein Leben ganz besonders, es immer wieder mir deutlich zu machen, dass es eigentlich nur darum geht, dir zu begegnen, dich in meinem Leben zu finden. Und der heilige Martin, er ist derjenige, der
es mir nochmal ganz deutlich vor Augen führt, dass es darum geht, dich besonders im anderen zu sehen, in demjenigen, der meine Hilfe braucht, demjenigen, zu dem vielleicht kein anderer geht, dem Bettler am Straßenrand oder wie es im Evangelium heute heißt, der Gefangene, der Kranke, der Einsame, dass ich mich um diese Menschen kümmere, dass ich für sie da bin. Und in diesen Menschen, kommen sie gelegen oder ungelegen, die Begegnung mit dir entdecke. Aber nicht nur das ist im Leben des heiligen Martin passiert, sondern der Weg ging ja für ihn weiter. Er war ja nicht danach direkt sozusagen im Himmel und war heilig und derjenige, den wir heute feiern, sondern zum Leben dieses Heiligen gehört ja auch dann sein Christwerden, sein Wunsch nach Einsamkeit, nach Vertrautheit mit dir, nach einem Leben in Armut, was ihm dann aber leider die Gänse und die Wahl zum Bischof erst einmal genommen haben. Gott sei Dank haben die Gänse ihn verraten, so kann man jetzt ja heute sagen, sonst gäbe es ja keine Martinsgans. Das hast du wahrscheinlich auch in einer gewissen humorvollen Vorsehung auch vielleicht vorgesehen, und dass wir jetzt auch Martinsgänse mal essen dürfen. Jedenfalls diejenigen unter uns, die keine Vegetarier sind. Herr, aber Spaß beiseite. Es ist der Weg, den er gegangen ist, und es muss wohl beeindruckend gewesen sein, diesem Heiligen zu begegnen, der so von dir, von dir geformt worden ist, von deiner Gnade durchdrungen worden ist, dass er dir so ähnlich wurde, ne, immer ähnlicher wurde. Es gibt einen Augenzeugenbericht, der beschrieben hat, dass er den heiligen Bischof Martin, dann war er schon Bischof, besucht hat und ihn erleben wollte aus nächster Nähe. Er selber war es einer, der zum Christentum zu der Zeit sozusagen gekommen ist, getauft war und gerade sich sozusagen in seinen ersten Schritten im eigenen Glauben bewegt hat. Und er schreibt dann, dass er beim Abendessen, beim Mahl mit dir, mit dem heiligen Martin, Folgendes erlebt hat. Martin war es, der uns das Wasser zum Händewaschen reichte und der uns am Abend die Füße wusch. Wir wagten nicht, uns dagegen zu sträuben oder ihm zu widersprechen. Seine Autorität war so stark, dass ich es als Sakrileg empfunden hätte, ihn dies nicht tun zu lassen. Beeindruckend. Ich finde das ja wirklich beeindruckend zu sehen, was aus diesem Soldaten, diesem Suchenden geworden ist. Herr, das Zitat von Oscar Wilde, das ich am Anfang dieser Betrachtung genommen habe, das wird hier ganz deutlich. Dieser Heilige hatte eine Vergangenheit, eine Zeit des Suchens, vermutlich auch eine Zeit, wo er selber diesem Ruf nicht gerecht wurde, wo er es nicht verstanden hat, was du von ihm willst. Aber im Laufe der Zeit, durch tägliches Gebet, durch den Wunsch, sich nach dir auszustrecken, wurde er dir immer ähnlicher, kam er dir immer näher. Herr, ich bitte dich darum, wir bitten dich darum, hilf uns, dass wir deiner Gnade immer mehr entsprechen, dass wir wie der heilige Martin uns immer mehr von dir formen lassen, dir immer ähnlicher werden. Ich kann das nur immer wieder wiederholen. Herr, hilf mir, hilf uns, dass wir dir begegnen wollen und dass wir auch merken, wann wir dir begegnen, dass wir in uns diese innere Unruhe wachhalten, die sich danach drängt, immer mehr zu Christus, immer näher zu Christus, immer mehr, immer tiefer. Herr, lass mich immer tiefer deine Gnade in meinem Leben empfangen. Lass mich immer tiefer erkennen, wie sehr du mich liebst und wie sehr du durch mich hindurch wirken möchtest in die Welt, so wie der heilige Martin es getan hat. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel bittet für mich.